Hallo Leute, willkommen bei Sherlock Holmes, David Dodder, dem dritten Fall jetzt. Hallo. Jo. So, okay. Warum? Achso. Boah, ist das laut. Findest du? Ja. Nein. Doch. Schein oder Sein? Ja. Der zweite Fall war gut. Bestimmt geht es da um Geister. Meinst so düster, wie das da ausguckt. Also müsste man bei Scooby-Doo sein. Das war lustig. Nein. Doch dafür hättest du dir schon einen High Five verdient. Das nächste Mal hätten wir einfach der Fluch wahrgenommen und fertig. Was? Der Fluch ist wahr, hätte man einfach nehmen müssen und Ja. fertig. Die Frage, die ich mich da stelle, ist, hätte man bei Fall 1 was vergessen vielleicht? Eftel. Na gut. Fortfahren. Ja, jetzt geht's erstmal in den dritten Fall. Vater, Mr. Orson Wilde ist hier. Ich werde bei Miss Alice übernachten. Was? Schon vergessen? Orson Wilde, du weißt schon, amerikanischer Theaterstar. Er ist zu Besuch und bleibt bei uns. Du hast es vergessen. Nein, nicht das, sondern dass du bei Miss Alice übernachten willst. Ja, richtig. Sie hat es vorgeschlagen. Sie meinte, du würdest sicher nichts dagegen haben. Mit einer Ausrede, eingeschnappt reagieren, andere Lösung vorschlagen, widerwillig akzeptieren. Kannst ein anderes Mal bei dir übernachten. Warum bleibst du nicht bei Mrs. Hudson? Aber Miss Caitlin hat mehr mit Miss Alice gemeinsam und sie verstehen sich so gut. Mist. Mrs. Hudson! Mr. Wilde ist hier, um den Charakter von Vater für sein nächstes Stück zu studieren. Und er wird nicht enttäuscht sein, oder? Vater ist so dickköpfig. Ich fasse es Ach, nicht. scheiße. Der große Sherlock Holmes. Ich bin mir sicher, dass wir mit unseren beiden Gehirnen. Gehirnen? Der Schnauzer ist sehr pompös. Nein, den kann man nicht anwählen. Schade. So ein amerikanischer Theaterstar, der uns selbst spielt anscheinend. Oh, der amerikanische Flagge. Aha. Nee, amerikanischer Stolz, Schatzi. Natürlich die Amerikaner. Raucher. Holmes Lieblingssorte. Raucht der Sherlock Holmes? Meinst du? Ja, alle Schauspieler sind selbstverliebt. So, na dann. Alter, Stimmt. nicht übel. Der noch nicht ganz 30 Jahre Orson Welles ist ein Star der amerikanischen Theaterszene und ist nach London gekommen, um sich auf die Rolle des Sherlock Holmes vorzubereiten. Es ist möglich, dass sein Studium bereits vorher begonnen hat. Er raucht dieselbe Tabaksorte wie Holmes. Er ist narzisstisch veranlagt und folgt den neuesten Modetrends. Er betrachtet sich gerne selbst im Spiegel. Die Anstecknadel an seinem Revers beweist seinen amerikanischen Stolz wahrscheinlich. Ja. Nein, Revers. Ha, sogar nur Stolz. Und Hallöchen, willkommen bei Sherlock Holmes. Hallo. Mr. Wilde, Ihr Zimmer. Reizend. So eine faszinierende Stadt. Wir müssen reden. Lieber nicht. Du wirst wieder verärgert sein. Wiedersehen, Mr. Wilde. Boah, da ist doch was im Busch mit der, sag ich dir. Ist es schon 5 Uhr? Ich Oha. denke, ich werde Mrs. Hudson um eine Tasse Tee bitten. So ein tu nicht gut. Wie der ausschaut.
Orson Welles eine Bombe. Aha, ich glaube, da können wir ein bisschen weiter gucken, wie wir überhaupt sind. In einen gefährlichen. Und du guckst halt nicht. Tja! Du meinst, du wirst in deinen Archiven nach außen weit gucken? Irgendwas stimmt auch nicht mit der Nachbarin. Irgendwas habe ich da, ne? Mit der Nachbarin? Ah, Wild hat sich schon regelrecht breit gemacht. Hat der da gerade irgendwie. Schau mal hinter dir aufs Poster. Nee, rechts ist sein Bild, Schatz. Hat er da ein... Aha, unser Star in der Rolle des Hamlet. Okay, na gut, Hamlet. Willkommen auch dir, Zuschauer Nummer 2. Wir grüßen dich. Wild hat alles für eine perfekte Tarnung. Brauchen Schauspieler all das? Anscheinend ja. Was? Oh, Gesichtspuder von exzellenter Qualität. Hast du super gemacht, Schatz. Ja, ich weiß. Ich bin mal wieder gespannt, wo das enden wird. Das fängt immer so harmlos an, das ist so nice. Oh. Ich nutze die gleichen Make-up-Pinsel. Mhm. Das ist Theaterschminke. Ich könnte mir vorstellen, dass der sich so gut verkleidet, dass er... Da ist ja mein Hut. Vater? Ich probiere gerade... Du hast da etwas im Gesicht. Ist das etwa Schminke? Kann schon sein. Ich probiere gerade meine Masken aus. Oh. Voll beim Schnüffeln entdeckt. Beim Schnüffeln? Nein, nicht anfassen! Bop, bop, bop. Die beiden Gehirne verschmelzen also. Ah, Mrs. Hudson. Mit dem Tee. Nicht ganz. Wir bekommen Besuch von einer Dame, die recht ratlos zu sein scheint. Guten Tag, Gentlemen. Mein Name ist Mary Sutherland. Ich komme zu Ihnen, Mr. Holmes, weil ich alles dafür geben würde, zu erfahren, was aus Mr. Hosmer Angel geworden ist. So ungeduldig, Miss Sutherland. Mr. Hosmer Angel ist verschwunden. Und mein Vater, Mr. Windybank, unternimmt nichts. Das macht mich so wütend. Bestimmt ihr Verlobter. Dieses Brillenträgerin. Mhm. Mal sehen, wo das hinführt. Ja. Ich glaube, diese Frau möchte nicht auffallen. Sie ist eher so der Mauerblümchen-Typ. Habe ich so ein Gefühl. Verlobungsring, würde ich sagen, oder? Ja. Bist du uns das Kleid gucken? Die hat zwei verschiedene Schuhe an. Warum? Das ist so ein Eilewahn. Nicht übel. Mary Sutherland ist eine gutmütige junge Frau im Alter von 25 Jahren. Sie ist jünger als du. Sie hat ziemlich schlechte Augen. Sie hat nicht bemerkt, dass sie zwei unterschiedliche Schuhe trägt. Mary ist eine wohlhabende junge Dame. Sie ist verlobt. Das wär's. Ach so. Mhm. Oh, okay. Ach, der Vater. Trotzdem ist sie verlobt. Aus Versehen. Mr. Windybank ist sicher ihr Stiefvater, da ihre Namen nicht gleich sind. Stimmt, ich nenne ihn Vater, auch wenn er kaum älter ist als ich. Ihre Mutter ist noch am Leben? Oh ja, aber ich war nicht begeistert, als sie so schnell nach dem Tod von Vater wieder heiratete. Und dann noch einen so viel jüngeren Mann. Was verbindet sie mit diesem Mr. Hosmer Angel? Ich lernte ihn auf einem Ball kennen. Mr. Windybank wollte nicht, dass Mutter und ich hingehen. Er möchte nie, dass wir ausgehen, aber auf den Ball wollte ich unbedingt. Zum Glück musste er geschäftlich nach Frankreich reisen und konnte so nichts dagegen tun. Und da lernte ich Mr. Angel kennen. Danach trafen wir uns wieder und gingen öfters zusammen spazieren. Aber dann kam Vater zurück und wir hörten auf, uns zu sehen. Warum möchte Ihr Stiefvater nicht, dass Sie ausgehen? Nun ja, er mag das nicht. Er ist der Meinung, dass eine Frau im Kreise ihrer Familie glücklich genug sein könne.
Wollte Mr. Angel Sie danach nicht mehr wiedersehen? Nun, Vater wird in einer Woche wieder verreisen. Und Hosmer schrieb mir, dass es wohl besser wäre, wenn wir uns nicht sehen würden, solange Vater noch da ist. Danach hörte er auf zu schreiben. Wie ist Mr. Angels Adresse? Das weiß ich nicht wirklich. Seine Briefe habe ich alle an ein Postfach in der Leadenhall Street geschickt. Pass auf, mein Tipp. Dieser Herr Angel, wenn er niemals mit dem Vater da ist, der ist der Vater, verkleidet und hat sich in die Tochter verliebt, weil sie fast gleich alt sind. Sie sind verlobt. So. Oh ja, gleich nach unserem ersten Spaziergang haben wir uns verlobt. Haben Sie ein eigenes Auskommen? Ja, ich habe geerbt. Von meinem verstorbenen Onkel Ned in Auckland. Frauen. Dann haben Sie natürlich alles, was man sich wünschen kann. Nun, ich lebe bei meiner Familie und will ihr nicht zur Last fallen. Daher verfügt sie über das Geld. Können Sie mir noch irgendetwas über Mr. Angel erzählen? Er ist sehr schüchtern. Er geht lieber abends mit mir spazieren, um Diskretion zu wahren. Ich habe eine Vermisstenanzeige in der Zeitung aufgegeben. Hier haben Sie eine Kopie und einen Brief von ihm. Ah, ein Liebesbrief. Hm. Ja, verstehe. Wie ich vermutet habe, das bestätigt meine Schlussfolgerungen. Welche Vermutungen, Mr.? Mr. Wilde. Holmes, sagen Sie es ihr. Na? Wer einfach gar nichts dazu sagt. Auch nicht übel. Hallöchen Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir kommen bei Sherlock Holmes, dem dritten Fall, und der hat gerade erst angefangen. Oh, willst du jetzt schon Schlussfolgerungen ziehen? Soll ich ja. Sollst du? Ja. Heimlich-tourischer Mann. Okay, was schlussfolgert er daraus? Mary hat schlechte Augen. Vermutlich ist sie kurzsichtig. Das bestätigt meine Annahme, dass der Stiefvater der neue Verlobte ist. Ein recht heimlich-tourischer Zeitgenosse. Das reicht. Wir haben ja auch nicht viele Indizien, Schatzi. Wir haben gerade angefangen. Die Times. Öffentliche Anzeige. Vermisst. Ein Gentleman namens Hosmer Angel ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Mr. Angel ist ca. 5 Fuß 7 Zoll groß sowie kräftig gebaut und hat eine blasse Haut. Seine Haarfarbe ist schwarz, er trägt einen buschigen Backenbart und ein Schnurrbart. Für gewöhnlich trägt er eine getönte Brille. Das letzte Mal wurde Mr. Angel in einem schwarzen Seidengehrock, einer schwarzen Weste sowie einer grauen Harris Tweedhose gesehen. Er arbeitet in einem Büro in der Leadenhall Street. Ja, so. Bitte melden Sie sich umgehend, sollten Sie Informationen zu seinem Verbleib haben. Hinweise, mit Hilfe derer dieser Gentleman gefunden wird, werden fürstlich belohnt werden. Da haben wir noch einen Liebesbrief. Meine geliebte Mary, sorge dich bitte nicht. Glaubst du etwa, ich sage etwas zu deiner Familie, die nicht das Geringste von Liebe versteht? Wir hatten eine wundervolle Zeit zusammen, als dein Vater in Frankreich war, oder nicht? Viel zu wenig Zeit, aber genug für mich zu wissen, dass du die Liebe meines Lebens bist. Von jetzt an möchte ich keine Sekunde ohne dich verbringen. Nichts wünsche ich mir sehnlicher. Ich liebe dich über alles und warte ungeduldig darauf, dass dein Stiefvater wieder verreist, damit wir uns endlich wiedersehen können. Hosmer Angel. Und das ist seltsam. Der Liebesbrief wurde getippt, damit sie die Handschrift ihres Vaters nicht versteht. Gute Papierqualität, recht glatt. Na? Und eine teure Schreibmaschine wahrscheinlich. Hä? Du kannst die einzelnen Zeilen anklicken, warum? Wir hatten eine wundervolle Zeit zusammen, als dein Vater in Frankreich war. Ich warte ungeduldig darauf, dass dein Stiefvater wieder verreist. Miss Sutherland traf Hosmer Angel nur dann, wenn ihr Stiefvater fort war. Ja, habe ich auch schon mitgekriegt. Gewöhnliche Tinte, nichts Besonderes. Hm,